Wer viele Lager besitzt, kann Ware horten und auf gute Preise warten. Die Spekulation der Giganten beeinflusst natürlich den Benzinpreis. Die weltweit erfolgreichsten sind die Schweizer Rohstoffhändler. Der größte von ihnen, Glencore. Die niederländisch-schweizerische Firma stellt eine echte Konkurrenz für die Mineralölkonzerne auf dem internationalen Rohölmarkt dar. Am Flughafen Zürich treffe ich den Schweizer Wirtschaftsjournalisten Daniel Ammann. Herr Ammann, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Schubauer. Wir sind ja hier, weil wir uns über Glencore unterhalten wollen heute. Was macht Glencore eigentlich denn so besonders? Glencore ist die größte Rohstoffhändlerin der Welt. Niemand verkauft und kauft mehr Erdöl als Glencore. Und um nur ein Beispiel zu nennen, sie haben mehr Tanker als die Royal Navy von Großbritannien. Von was für einem Umsatzvolumen sprechen wir eigentlich? Die machen einen Umsatz von etwa 150 Milliarden Dollar, ist also mit Abstand die größte Firma der Schweiz und macht mehr Umsatz als zum Beispiel Daimler oder Siemens. Diese Fakten sprechen für sich. Doch wie kann so ein lukratives Unternehmen so unauffällig operieren? Was macht Glencore so außergewöhnlich und wie verläuft das Geschäft? Wenn das Handelsrisiko hoch ist, wenn die Versorgung gefährdet ist, dann können Rohstoffhändler im Prinzip ihre Erfahrung ausspielen, ihren Wettbewerbsvorteil ausspielen und dann natürlich eine viel höhere Rendite erzielen als in guten Zeiten. Das heißt also Libyen-Krieg, Fukushima-Unruhe im Iran, Irak, das ist für Rohstoffhändler Gold wert? Auf jeden Fall. Momentan würde ich sagen, es ist für Rohstoffhändler sind es sehr lukrative Zeiten, für Glencore-Händler. Die arbeiten momentan 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag und machen vermutlich gute Geschäfte. 30 Kilometer südlich von Zürich, im Kanton Zug, erreichen wir das unscheinbare Städtchen Baar. Niemand vermutet hier das größte Unternehmen der Schweiz. Das Steuerparadies scheint Händler wie Glencore anzulocken. Wir hatten um ein Interview gebeten, doch keinen Termin bekommen. Deshalb versuchen wir es noch einmal vor Ort. Uns interessiert besonders die Zusammenarbeit von Glencore mit den Mineralölkonzernen und wie viel Lagerkapazitäten Glencore weltweit besitzt. Das Sicherheitspersonal des Rohstoffhändlers ist gut geschult. Ohne Termin kein Zutritt. Okay, wir bleiben hier, dann werden wir das Interview machen. Und ich schaue, ob er da ist und werde es ihm mitteilen, dass Sie hier sind. Okay, sehr gut. Vielen Dank. Für Daniel Ammann ist dieses Verhalten nicht ungewöhnlich. Sie sind sicher sehr diskret, verschwiegen. Und das hat auch seine Gründe. Der Rohstoffhandel ist ein sehr verschwiegenes Geschäft, das manchmal nicht möglich wäre, wenn bekannt würde, wer ist der Käufer, wer ist der Verkäufer. Und da würde ich jetzt mal sagen, Diskretion ist sicher in der DNS jedes Rohstoffhändlers drin. Ende der 70er Jahre wurde Glencore von Mark Rich gegründet. Der US-Amerikaner machte umstrittene Ölgeschäfte mit Irak und Kuba, brach das Embargo gegen Südafrika und Iran und verdiente dabei Milliarden. Er wurde wegen Handels mit dem Feind angeklagt und in den USA und auf der ganzen Welt gejagt. Dazu haben Sie mir geschickt einmal den Haftbefehl. Genau, das war das FBI, der Haftbefehl, also die Ausschreibung, Wanted, des FBI, die Mark Rich überall auf der Welt gesucht hat. Die haben tatsächlich mal hier in Baar, wo er wohnte, versucht, ihn zu entführen. Zwei amerikanische Agenten. Sind dann aber aufgeflogen. Es hat nicht geklappt. Und er wurde 17 Jahre lang als Trading with the Enemy, Handels mit dem Feind, gesucht, wegen Steuerhinterziehung. Aber es hatte schon vor allem politische Gründe, dass er in den USA zur Unperson wurde. Rich hat Glencore 1994 verlassen. Seine Geschäfte wurden von einem mehrköpfigen Management übernommen, das weiterhin Milliardengewinne erzielt. Doch mit wem gehandelt wird, dazu möchte Glencore sich nicht äußern. Der Pressesprecher ist für uns nicht zu sprechen. Ja. Er ist noch in London. Er ist in London. Ich würde vielleicht am besten wieder mit per E-Mail kontaktieren. Ja. Gibt es sonst jemanden, mit dem wir sprechen können, der ansprechbar ist? Nein, es geht eigentlich alles über ihn. Alles geht über ihn? Alles über ihn, ja. Okay. Von dem her am besten schon, wenn Sie halt nächstes Mal irgendwie vorgängig... Na, wir haben uns ja angemeldet. Also er weiß ja, dass wir hier sind. Okay, dann wahrscheinlich... Ich muss auch nachschauen. Ja, ist klar, kein Problem. Ja, es ist schwer zu sagen, ist er jetzt gerade da. Ja, trifft sich ja keine Schuld. Okay, aber, weitere Fragen auf per E-Mail und dann können Sie sicher mal die weiteren Fragen beantworten. Okay, werden wir dann tun. Herzlichen Dank. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, Ihnen auch. Per Mail werden wir letztendlich doch noch darüber informiert, dass Glencore über Handelspartner und Lagerkapazitäten nichts sagen möchte. Schweigen ist Gold. Ein Motto, das die Rohstoffhändler konsequent befolgen.
Wir gehen dennoch weiter dem Verdacht nach, dass die Mineralölkonzerne unter anderem auch bei den Händlern ihr Öl kaufen und wollen wissen, warum. Der Energieinformationsdienst soll Aufklärung schaffen. Das Zusammenspiel zwischen Konzernen und Händlern macht insofern Sinn, weil die Konzerne auch nicht überall vertreten sind mit eigenen Ölmengen. Das heißt, sie wollen Öl an den Kunden verkaufen, haben dort aber keine eigenen Kapazitäten. Sie kaufen zu und im Umkehrschluss bieten sie an anderer Stelle ihren Konkurrenten, die in dem Moment Partner sind, auch wieder Öl an. Da verwundert es auch nicht, dass sich Shell, Total, BP und Agip eine Raffinerie teilen. Raffineriekapazität ist ein wichtiger Machtfaktor im Tankstellengeschäft. Die PCK in Brandenburg bezieht ihr Rohöl aus Westsibirien. An der Börse angeblich noch Konkurrenten, sind sie in der Raffinerie nun wieder vereint. Erstaunlich, wie eng die großen Konzerne zusammenarbeiten. 250 Millionen Euro Budget erhält die Raffinerie jährlich von den vier Konzernen. Dafür raffiniert PCK für alle. Einen Gewinn gibt es offiziell nicht. Wir bekommen ein Budget von unseren Eigentümern und damit müssen wir wieder ganze Lade betreiben, neue Investitionen tun. Also hier gibt es das Gewinn nicht. Das gibt es bei der Mineralölsteuer und das gibt es bei den Eigentümern von Rohöl. 3,2 Millionen Tonnen Benzin und 5,6 Millionen Tonnen Diesel, Heizöl und Kerosin produziert die PCK pro Jahr. Nach eigenen Angaben erhält PCK von seinen Gesellschaftern 3 Cent pro Liter für Produktions-, Betriebs- und Personalkosten. Die Kosten, die bisher für einen Liter Benzin angefallen sind, sind nicht besonders hoch. Zwischen 5 bis 7 Cent pro Liter. Das heißt, gut 50 Cent pro Liter werden demnach vom Bohrloch bis zur Verarbeitung von den Konzernen am Liter verdient. Vereint tanken Total, Shell, Aral und Co. ihre Tanklastzüge in der Raffinerie voll, um sich anschließend angeblich wieder einen Preiskrieg an den Tankstellen zu liefern. Bis zu dieser Stelle haben wir in der Raffinerie überall das gleiche Benzin. Also wir haben entweder einen Otto-Kraftstoff 98, 95 Oktan oder über 100. Das kommt hier als gemeinsames als Produkt an. Und hier an dieser Stelle wird erst das spezielle Aral Esso Total Shell Benzin gemacht. Also für jede Tankstellengesellschaft wird extra ein Additiv hinzugegeben. Und so kommt hier, wie wir sagen, der Tiger in den Tank. Wer glaubt, die Großen fahren ihr Benzin von der Raffinerie direkt an ihre Tankstellen, der irrt. Dort landet nur ein Drittel. Mit dem Rest wird wieder gehandelt und verdient. Wenn die Nachfrage aus dem Ausland stark wird, in Übersee zum Beispiel viel mehr gefahren wird, dann steigen auch bei uns die Benzinpreise. Dann können die Gesellschaften diese Mengen nach Übersee verkaufen, in die USA oder anderswohin, wo die Nachfrage stark ist. Das bedeutet in Europa, in Deutschland weniger Angebot. Das treibt die Preise und ist am Ende des Tages auch vom deutschen Autofahrer zu bezahlen. Doch damit nicht genug. Die Big Player beliefern außerdem noch kleine Mittelständler. Wie den Familienbetrieb Heuer aus Niedersachsen, einer der wenigen deutschen Benzinhändler. Jahresumsatz immerhin 1 Milliarde Euro. Heuer besitzt ebenfalls Tanklager, LKW und Tankstellen. Sein Benzin muss er bei den großen Ölmultis und Händlern einkaufen. Wir fahren zum Firmensitz der Firma Heuer in der Nähe von Soltau. Auch Heuer verdient das große Geld nicht mit den Tankstellen. Er beliefert unter anderem die Bundeswehr und die Bundesbahn. Verkaufsleiter Dirk Dreimann und seine vierköpfige Crew müssen täglich an der Börse handeln. Genau wie die großen Mineralölkonzerne, um den besten Einkaufs- und Verkaufspreis zu erzielen. Nur so kann er überleben. Während wir vor noch circa 10 Jahren Preisschwankungen täglich von maximal $5 an der Börse hatten, bewegen sich die Preissprünge heute teilweise bis zu $40, $50 pro Tag. Das heißt, da die Börse, wie man auch an dem Chart sehen kann, da die Börse sich extrem schnell bewegt nach oben und nach unten, kann es passieren, dass ein Preis, wenn man das Telefonat beendet hat, schon nicht mehr aktuell ist. Die kleineren Unternehmen müssen Verträge mit den Großen abschließen, da sie nicht über die Logistik verfügen, begeben sich so aber auch in Abhängigkeit. Vorteil, sie bekommen dadurch stabilere Preise. Die großen Mineralölgesellschaften sind für uns natürlich nicht nur Wettbewerb, wie zum Beispiel auf dem Tankstellensektor, sondern sie sind für uns natürlich auch wichtiger Partner und wichtiger Lieferant. Das heißt, wir gehen hier eine Symbiose mit den Großgesellschaften ein. Da könnte man natürlich auch Vetternwirtschaft hinter vermuten.
Das ist absolut ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil, wir als mittelständische Händler verstehen uns als das Zünglein an der Waage, als die Preisregulatoren letztendlich, damit die großen Ölgesellschaften auf dem Markt nicht all das machen könnten und nicht den Markt beherrschen könnten. Aber das heißt, wenn die großen Mineralölfirmen wollten, würden sie auch eine Firma wie Heuer platt machen? Da hat es in der Vergangenheit des Öfteren schon sogenannte Tankstellenkriege gegeben, wo letztendlich durch eine Beeinflussung des Tankstellenpreises bis unter den Einstandspreis durchaus Pleiten bei mittelständischen Tankstellenunternehmen gegeben hat. Illegale Preisabsprachen kann man den fünf großen Konzernen zwar nicht nachweisen, aber nur sie besitzen ausreichend Logistik und Kapazitäten, um kleinere Unternehmen am Gängelband zu halten oder sogar in die Knie zu zwingen. Eine Kritik, die die Mineralölkonzerne weit von sich weisen. Sie beteuern Markttransparenz und fairen Wettbewerb. Wir treffen Aral-Vorstandschef Stefan Broek, um ihn mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Was wir nie machen können und was wir nie machen werden, und da haben wir auch so ein Limit dabei, ist, dass wir unter unseren Handelsabgabepreisen an den Tankstellen sind. Da ziehen wir ein Limit ein und dann müssen wir auch wieder die Preise erhöhen. Das ist auch gesetzlich so gefordert. Dann können wir gar nicht weiter rundern. Insofern sind manchmal Preisreduzierungen oder vom Gesetzgeber oder von den Medien geforderte Preisreduzierungen Unsinn, weil wir gar nicht weiter runtergehen können aus gesetzlichen und kartellrechtlichen Gründen. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Immer wieder haben die großen Konzerne ihre Preise unter den Einkaufspreis gesenkt. Das beweisen Ermittlungen der Aufsichtsbehörde. Die Beamten fürchten, die Big Five oder sogenannten Farbenunternehmen versuchen, die Mittelständler aus dem Markt zu drängen oder deren Tankstellen aufzukaufen. Wir hatten häufig Beschwerden, dass das Benzin an den Tankstellen der großen Farbenunternehmen billiger ist als das Benzin, das die freien Tankstellen ihrerseits von diesen Farbenunternehmen kaufen, um es dann an der Tankstelle verkaufen zu können. Das nennen wir kartellrechtlich Preiskostenscheren. Das können wir in Zukunft wahrscheinlich unterbinden. Wir können verhindern, dass die großen Mineralölunternehmen das Benzin an ihren Tankstellen unter ihren eigenen Kosten verkaufen. Auch das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Und last but not least, wir haben enge vertragliche Verpflichtungen gefunden zwischen den Farbenunternehmen auf der einen Seite und zwischen den freien Tankstellen. Das ist so eine Art freundliche Umklammerung, wenn Sie so wollen. Und diese Umklammerung in Form von Verträgen, in Form von vertraglichen Bindungen, da werden wir mal sehen, ob wir das an der einen oder anderen Stelle auflösen können. Wolfgang Schlange glaubt nicht, dass die Macht der Konzerne gebrochen wird, sondern dass sie weiterhin den Benzinpreis bestimmen. Und der ist vermutlich sogar höher als nötig. Denn der gesamte Markt wird von einigen wenigen beherrscht. Damit ist echter Wettbewerb unwahrscheinlich. Schon jetzt sind 65% des jährlichen Kraftstoffabsatzes in der Hand der großen fünf.